Live ist jetzt Dominik Knepp, der Wiener Landesparteiobmann, zu Gast im Studio. Guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Knepp, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben jetzt gerade denselben Heinz-Christian Strache erlebt, den Sie 14 Jahre lang als Bundesparteiobmann wahrgenommen haben. Wir haben dieses Interview jetzt gemeinsam auch gesehen. Warum ist es eine Befreiung, diesen Heinz-Christian Strache, der sich weder äußerlich noch inhaltlich verändert hat, nicht mehr in der Partei zu haben? Naja, bei allem gebotenen Respekt vor seiner Leistung, die er die letzten Jahre auch getätigt hat. Aber irgendwie kommt man das vor, als ob das irgendwie eine Parallelwelt ist, ein Paralleluniversum. Und denn Opfer ist nicht Heinz-Christian Strache, sondern Opfer sind eigentlich ja die vielen Hunderten und Tausenden Funktionäre, die ehrenamtlich um und um gelaufen sind, Wahlwerbung gemacht haben, für die FPÖ geworben haben. Opfer sind auch die ganzen Österreicher, die jetzt nicht mehr diese starke Regierung haben mit freiheitlicher Handschrift. Also diese Wehleidigkeit, die steht ihm einfach nicht zu. Das ist so, als ob sich der Sprengmeister über die Detonation aufregt. Sie sagen, Heinz-Christian Strache hat sich parteischädigend verhalten. Sie sagen, sie machen jetzt einen Strich unter Ibiza. Allerdings, wenn Ibiza der Fall gewesen wäre, der das Fass sozusagen zum Überlaufen gebracht hätte, wo Sie sagen, wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben, dann hätten Sie ihn ja schon am 18. Mai ausschließen können. Wir haben heute den 13. Dezember. Na, Sie wissen, das hat sich ja dann auch immer mehr hochgesteigert und im Endeffekt ist das Parteigericht in Wien zuständig. Das ist eine Eigenheit in der Wiener Satzung, das haben andere Bundesländer nicht und schon gar nicht auch die Bundessatzung. Und das, was ich auch gesagt habe, aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit verdient er ein faires Verfahren. Und dieses faire Verfahren wurde durch dieses weisungsfreies und unabhängige Parteigericht auch gegeben. Heute wäre er einvernommen worden als Beschuldigter um 9 Uhr in der Früh. Er hat leider gemeint, dass er diesem Parteigericht nicht zur Verfügung steht, dass er es für entbehrlich hält. Es ist insofern verwunderlich, weil es ein Parteigericht ist, das er selber eingesetzt hat, noch unter seiner Obmannschaft. Gut, das Interview mit Heinz-Christian Strache ist vorbei, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Von Ihnen würde ich gerne wissen, was denn das parteischädigende Verhalten war. Offenbar nicht Ibiza, Sie haben sich nicht ganz konkret geäußert. Was werfen Sie ihm vor? Na, vereinfacht gesagt hat er sich durch sein Verhalten einfach auch selbst ausgeschlossen. Das Parteigericht hat natürlich alle Vorwürfe ganz genau geprüft und hat gesagt, dass vor allem diese Spesenaffäre, die jetzt im Raum steht, wo es zu einer Belegwaschmaschine gekommen sein soll, wo anscheinend Belege ausgetauscht wurden, die privat sind gegen die Belege, die plausibel sind für die Tätigkeit des Obmanns. Genau das hat aber das Parteigericht auch ausgeblendet und gesagt, dafür sind jetzt die ordentlichen Gerichte und die Justiz zuständig. Das Parteigericht hat bewertet einerseits die öffentlichen Aussagen in letzter Zeit, andererseits auch seine Postings, sein Verstoß gegen die Suspendierung. Und das Parteigericht hat dann auch einstimmig beschlossen, dass es hier zu einem parteischädigenden Verhalten gekommen ist und dass vor allem der Zusammenhalt der Partei gefährdet ist. Also ich kann mich erinnern, dass wir in den letzten Monaten Heinz-Christian Strache unzählige Male hierher eingeladen haben. Er ist nie gekommen, also es waren keine Auftritte hier oder in einem anderen ORF-Studio. Ich habe auch sonst kaum wahrgenommen, dass er irgendwo aufgetaucht wäre. Von welchen Auftritten sprechen Sie da genau? Es gibt auch noch andere Fernsehstationen außerhalb des ORF. Habe ich ihn auch nicht gesehen. Also, oh ja, einer fällt mir ein. Es gibt schon einige, wo er aufgetreten ist. Er hat immer wieder gepostet. Er hatte auch öffentliche Auftritte. Und all das wollte ihm das Parteigericht bewerten, was er auch dazu sagt, weil er natürlich eine Verantwortung hat gegenüber der Freiheitlichen Partei als ehemaliger Obmann. Es kann ja niemand sagen, dass, wenn er sich zu etwas äußert, dass das keinen, Impact hat auf die Medienlandschaft. Und auch das wurde eben auch erschwerend dann beurteilt, dass er hätte wissen müssen, dass er durch ständige Aussagen, wie zum Beispiel auch am Tag der steirischen Landtagswahl, dass er natürlich da einen enormen Einfluss hat und daher auch die Partei geschädigt hat. Ich habe Strache, das haben Sie gehört, vorhin mit dem Vorwurf konfrontiert, missbräuchlich Spesen verrechnet zu haben. Mhm. Er hat gesagt, das ist nicht so. Jetzt haben Sie es beim Parteigericht zwar ausgespart, beim heutigen Verfahren. Allerdings, wenn er sagt, ich habe das nicht gemacht, das werde ich beweisen, kann es sein, dass da ein Missverständnis vorliegt? Na, das gilt es eben zu klären, aber dafür sind jetzt die ordentlichen Gerichte zuständig, die Justiz, die Staatsanwaltschaft die müssen jetzt bewerten, ob es hier zu einem Austausch gekommen ist. Wir sind selber Opfer in diesem Verfahren und deswegen werden auch wir alles Mögliche tun, um auch hier eine Klärung herbeizuführen. Sie sagen, Sie sind Opfer, allerdings ist es so, wenn der Parteiobmann einer Partei Geld verwendet, wofür jetzt auch immer, dann verwendet er ja nicht sein persönliches Geld, das ist Geld, das die Partei bezogen hat, das ist Steuergeld.
Welt. Wenn es wirklich so war, dass Strache das ein oder andere anders verrechnet hat, hat nicht die FPÖ dann auch ein massives Problem, weil sie eben nicht genügend Sicherheitsnetz aufgebaut hat, um so etwas zu verhindern? Wissen Sie, seit 2015 bin ich für die Finanzen zuständig und seitdem gab es auch ein internes Kontrollsystem, das immer mehr verschärft wurde, damit man eben sicherstellen kann, dass Parteivermögen auch dem Parteizweck und dem gesetzlichen Zweck zugeführt wird und so ausgegeben wird. Es gibt da noch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der seit 2015 Pflicht ist, der auch dann immer wieder Jahresbericht an den Rechnungshof entsenden muss. Und auch dem ist es nicht aufgefallen. Man ist einfach, wenn ein vermeintlicher Betrug von Anfang an passiert, dass von Anfang an keine richtige Rechnung in den Kreislauf kommt, sondern eben anscheinend eine vermeintlich gefälschte, ist man leider chancenlos. Und deswegen bin ich auch einerseits sehr enttäuscht darüber und andererseits fühle ich mich auch getäuscht. Das heißt, Sie glauben an diesen Betrug? Ich möchte jetzt hier keinem Gericht vorgreifen. Wie gesagt, das muss das Gericht bewerten. Ich kenne die Aktenlage sehr gut und möchte mich aber jetzt wirklich nicht dazu äußern. Aber wenn es so ist und Sie sagen, Sie haben eigentlich das Gefühl gehabt, Sie haben alles im Griff, müssen Sie dann nicht Ihre Mechanismen neu überprüfen und sagen, wenn so etwas passieren kann, dann machen wir trotzdem etwas falsch, dann müssen wir jetzt etwas ändern? Diese Spesenabrechnung beruht auf einem Beschluss seit 2006, 2007. Das war eben in Form eines Spesendarlehens, wo man zuerst das Geld hergibt und dann kommen Rechnungen zurück. Und genau in diesem Kreislauf hat anscheinend diese vermeintliche Fälschung und dieser Betrug stattgefunden. Seitdem ich das 2015 über hatte, wurde das dann auch noch geändert für alle anderen, die einen neuen Beschluss benötigt haben, dass es, wenn es zu Repräsentationsaufgaben gekommen ist, nur Beleg, also Rechnung, gegen Geld ausgezahlt wird. Schauen wir jetzt auf diese neu gegründete Partei im Wiener Gemeinderat, im Wiener Landtag. Drei ihrer Abgeordneten haben gestern die FPÖ verlassen, um eine eigene Partei zu gründen. Am Dienstag war Herbert Kickl im Report zu Gast und er hat gesagt, er rechnet eigentlich ganz fix damit, er sei sicher, hat er gesagt, dass außerdem Herrn Baron niemand wechselt. Nun haben sich doch noch zwei gefunden. Hat Sie das auch so überrascht? Na, für mich war es klar, dass Karl Baron natürlich auch enttäuscht ist, denn er hat nicht ausschließen können, auch im Rahmen eines Gesprächs, dass er vielleicht in Zukunft seiner Liste Strache wechselt. Dementsprechend war für mich klar, dass Karl Baron wechselt. Dietrich Kops ist langjähriger Weggefährte von Heinz-Christian Strache im dritten Bezirk und auch Klaus Handler war in der freiheitlichen Wirtschaft verankert. Dementsprechend hat mich das jetzt nicht besonders überrascht. Aber ist das nicht eigenartig, dass in Ihrer Partei offenbar sich Menschen so wenig angesprochen fühlen und so wenig wahrgenommen, dass sie dann gleich eine andere Partei gründen? Warum hat man das nicht intern klären können? Man kann immer alles intern klären, aber genau dieser Schritt ist jetzt auch nicht spontan gekommen, sondern ist ja auch schon seit Wochen und Monaten geplant. Die Spatzen pfeifen ja vom Dach, dass Heinz-Christian Strache ja schon seit Wochen und Monaten versucht hat, Finanziers zu finden, versucht hat, Mandatare, Funktionäre abzuwerben für seine eigene Liste. Und ja, jetzt hat er es geschafft mit Gernot Rumpold als PR-Berater, dass er ja drei Personen zu einem Wechsel überreden konnte. Allerdings, die FPÖ Wien besteht aus über 10.000 Mitgliedern. Wir haben viele, viele ehrenamtliche Funktionäre und Wahlwerber. Wir haben jetzt 31 Abgeordnete, 4 Stadträte. Wir haben 2 Gemeinderatsvorsitzende, eine Landtagspräsidentin. Also Sie sehen, wenn 3 die Partei verlassen, ist es ja nicht lustig und auch schmerzvoll, aber es ist auf jeden Fall keine Abspaltung. Ich höre heraus, dass Sie damit rechnen, dass Strache dieser Partei jetzt beitritt. Er hat vorhin im Interview gesagt, es kommen wahnsinnig viele Menschen zu ihm und sagen, er soll unbedingt weitermachen, er soll eine Partei gründen. Es ist total unfair, wie man mit ihm umgeht. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen Heinz-Christian Strache bei der letzten Wahl 2015 als Spitzenkandidat in Wien gewählt haben. Wie wollen Sie diese Wählerinnen und Wähler der FPÖ denn halten? Es gilt einmal grundsätzlich wieder, das Vertrauen zu stärken, aber das Vertrauen der Wähler, das wir leider verloren haben und das ist schmerzhaft, hat ja nicht die FPÖ verloren, sondern das wurde eben durch Ibiza, durch Äußerungen von Heinz-Christian Strache verloren. Und genau hier gilt es wieder als FPÖ geschlossen und geeint Wahl zu kämpfen und das Vertrauen der Wähler zurückzuholen. Und darum starten wir auch heute hier und jetzt die größte Wählerrekrutierung der Zweiten Republik. Die Frage ist, wie Sie es machen. Bei der letzten Landtagswahl waren es fast 31%, die FPÖ bekommen hat. Norbert Hofer hat heute für den Bund vorgegeben, 25% statt. Das ist das, was er sich vorstellt. Die Wiener FPÖ liegt derzeit in Umfragen bei 14%. Was ist denn die Zielsetzung für die Landtagswahl im kommenden Jahr?
Also unser Ziel ist, zweitstärkste Partei bleiben und die 20% zu überspringen. Wir bleiben unseren Inhalten treu, wir bleiben unseren Themen treu. Die FPÖ bleibt die FPÖ. Das bedeutet Kampf gegen den politischen Islam, Kampf für mehr Sicherheit und Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit. Herr Knepp, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für die Einladung.